Lukas Röteli, Heimsieg nach einem Blitzstart und dann hast du eigentlich hinterher gar nicht so viel zu tun gehabt. Also eigentlich hast du einen ruhigen Abend erlebt, wie hast du heute erlebt? Ja, ähnlich wie du gesagt hast, unsere Leute, also mein Team hat einen super Job gemacht. Wir haben also Winterthur hat praktisch nicht viel gehabt. Im letzten Drittel und Ende zweites Drittel haben sie gleich noch ein paar Chancen kreieren und so ist es zum Teil noch gefährlich geworden, aber grundsätzlich ein ruhiger Abend gewesen. Wie schwierig ist es, wenn es doch eher ruhig bleibt um den Kasten herum? Hat man das lieber und ist froh? Oder sagt man, dass ich irgendwann zu sich tue? Ich wäre schon froh, wenn wieder mal ein Böck gut kommt. Wie geht man als Goalie damit um, mit solchen Situationen? Ja, also ich persönlich habe es lieber, wenn ich ein bisschen mehr Schüsse habe. Weil es ist mental recht schwierig. Lange nichts zu tun, bist nicht so drin. Ein paar Bewegungen stimmen vielleicht nicht und dann gibt es schon die ersten Fehler, die nachher schon zu Goal führen. Jetzt hat man 3 Spiele, 9 Punkte. Wie bezeichnest du diesen Saisonauftakt? Ja, ist natürlich so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben hart gearbeitet. Wir haben, es kommt nicht von nichts, dass wir das geschafft haben, aber es geht jetzt weiter und wir müssen weiterhin hart arbeiten, dass wir die Punkte einfahren können.